Mumm. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Fähigkeiten und geistigen Eigenschaften. Mumm ist ein umgangssprachlicher Ausdruck. Mumm steht für Mut. Mumm steht für Durchsetzungsvermögen. Mumm steht für Tapferkeit. Man sagt gerne, hast du kein Mumm in den Knochen? Es ist wichtig, mutig auch zu sein. Mumm steht insbesondere um zu reden in der Öffentlichkeit, sich etwas trauen. Es gibt manche Menschen, die haben keinen Mumm in den Knochen und wenn sie irgendwo aufgefordert werden, mal einen Vortrag zu geben, eine Yogastunde zu geben oder dem Chef was zu sagen oder zum Bürgermeister hinzugehen, da haben sie keinen Mut dafür. Aber man braucht Mumm in den Knochen, um etwas zu bewirken. Manchmal muss man seine Angst überwinden, manchmal muss man seine Schüchternheit überwinden. Manchmal muss man seine natürliche Bescheidenheit überwinden. Manchmal braucht es Mumm in den Knochen. Man braucht nochmal die Einzelnen zu sagen, du brauchst Mumm, um zum Beispiel, also mindestens angenommen, bist du ein schüchterner Mensch, dann brauchst du Mumm, um bereit zu sein, Yogastunden zu geben, Vorträge zu geben, vielleicht auch mal die Yogastunde etwas anders zu geben, vielleicht auch dich mal auf andere besonders einzustimmen. Und dafür brauchst du Mumm. Du brauchst vielleicht auch Mumm, um Yoga in anderen Kontexten zu unterrichten, vielleicht mal zum Schulleiter zu gehen und sagen, dass du in der Schule mal Yoga unterrichten willst oder beim nächsten Stadtteilfest oder bei der nächsten Gesundheitsmesse einen Vortrag geben und so weiter. Für all das brauchst du Mumm. Also, deine natürliche Bescheidenheit zu überwinden und öffentlich zu äußern, das braucht viel Mumm. Zum Zweiten, wozu du Mumm brauchst, ist vielleicht auch mal etwas anzusprechen, was nicht so gut ist. Ja, zu deinem Chef zu gehen und vielleicht in einem richtigen Kontext ihm etwas zu sagen, was vielleicht in der Firma nicht so gut geht. Oder auch mal zu einem Politiker zu gehen in seine Sprechstunde, um zu sagen, das sind die Missstände dort. Oder vielleicht auch mal einen Streik zu organisieren. Auch dazu braucht man vielleicht Mumm. Das sind alles Dinge, wo du Mumm für brauchst. Mumm heißt, braucht man aber auch, um etwas zu tun, was aus deinen bisherigen Sicherheiten herausführt. Ich bin ja ein Yoga-Lehrer, Meditationslehrer, spiritueller Lehrer, leite Yoga-Vidya. Yoga-Vidya ist auch eine Lebensgemeinschaft. Und da kommen Menschen hin, die ein anderes Leben führen als normal. Normal ist ja, dass man so ein privates Haus hat oder eine private Wohnung und dann hat man seinen Job und dann verdient man Geld, geht man nach Hause, hat eine angemessene Bezahlung und vielleicht gibt es sogar Jobs, die besonders sicher sind, zum Beispiel beim Staat als Angestellter in der Stadt oder sogar Beamter. Und manchmal merken Menschen, das passt mir nicht mehr, das ist nicht das Richtige, das macht mich nicht glücklich, ich sehe dort keinen Sinn drin. Dann brauchen sie Mumm, um aus der Sicherheit auszubrechen und dann vielleicht ein paar Jahre oder dauerhaft Mitglied in einer Yoga-Vidya-Ashram-Gemeinschaft zu sein. Es gibt dann alle Freunde und Bekannte und Verwandte, sagen, nee, mach das doch nicht, da hast du doch jetzt eine Sicherheit, da hast du einen sicheren Job, den kannst du doch nicht aufgeben. Sie sind aber unglücklich darin. Ja, die anderen sagen ihnen letztlich, du bist unglücklich, bleib bis zum 65. oder bald 67. Lebensjahr unglücklich, aber wenigstens bist du sicher unglücklich. Es braucht dort Mumm in den Knochen, aus dieser Sicherheit auszubrechen, deinem Herzen zu folgen, etwas zu tun, wo du merkst, da ist mehr, ja, mehr Gefühl dabei, da ist mehr Herz dabei und das liegt dir mehr. Also auch hier brauchst du Mumm, manchmal aus vorgefassten Meinungen auszubrechen, manchmal aus Gewohnheiten auszubrechen und manchmal eben aus Sicherheiten auszubrechen. Mumm ist hier wichtig. Mut ist dort wichtig. Natürlich, Mumm heißt nicht Leichtsinn. Nicht jedes Wagnis gilt es, muss man eingehen. Aber manchmal muss man es eben eingehen. Wenn man feststellt, das, was ich bisher mache, ist nicht so gut, da braucht es Mumm. Und manchmal, wenn du merkst, da ist eine Aufgabe, die auf mich wartet, brauchst du Mumm. Man hat schon Umfragen gemacht und festgestellt, Menschen bedauern zum Ende des Lebens weniger ihre risikobehafteten Entscheidungen, die irgendwo schiefgegangen sind. Sie bedauern häufiger, dass sie Dinge nicht umgesetzt haben,
wo ihnen der notwendige Mut gefehlt hat. In diesem Sinne ist oft Mumm ein wichtiger Ratgeber. Das war der heutige Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten zum Thema Mumm. Mein Name Sukadev Bretz. Alle Tugenden und Eigenschaften findest du auf wiki.yoga-vidya.de.